Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ark. So, unser Megatherium hier, das schläft immer noch und frisst vor sich hin. Langsam, aber sicher. So, ich hoffe, die Texturen sind mittlerweile alle geladen. Jo. Ja, Dienstagsrunde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen. Wow, wow. Komm mal her. Komm, geht's los. So, weg ist er. Wo ist denn der Bursche? Hier liegt er. So, schön aufpassen. Jo, gut. Wo war ich? Ja, neue Woche. Das Wochenende war mal wieder, wie immer, viel zu kurz, leider. Naja, kann man nichts machen, wa? So. Aber jetzt wieder eine gemütliche Runde Ark. Zur Entspannung. So. Jetzt ist die Frage. Achso, was liegt denn da schon wieder rum? Aber das war ja der Terrorbird. So, was haben wir jetzt hier wieder alles aufgesammelt? Die ganzen Kappes kann man wieder wegschmeißen. Oh, ein Bogen. Den Bogen hebe ich, glaube ich, mal auf. Die Spitzhacke könnte ich vielleicht einfach mal aus Spaß an der Freude aufheben. Das Gammelfleisch kann weg. So. Wie lange braucht denn der Bursche hier noch? Achso. Ja, der hat's bald. Entschuldige, sie hat's bald. Dann kann ich eigentlich gleich mal gucken. Habe ich dann den Sattel schon freigeschaltet? Mega. Huch, Feststelltaste drin. Megatherium-Sattel, da ist er doch. Gleich mal freischalten. So, läuft denn hier überhaupt die Aufnahme? Ja, gut. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Das liegt irgendwie an der Nachtschicht. Die macht mich langsam Mus im Kopf. Aber zum Glück nur noch die Woche, dann ist endlich vorbei. Dann nimmt das Ganze hier auch wieder Normalität an. Komme ich auch mal wieder regelmäßig zum Aufnehmen. Hoffe ich. Aber im Normalfall schon. So, jetzt flitzen wir mal ganz kurz hier rüber an die Werkbank. An irgendeine Werkbank. Ich glaube, die hier wäre besser. So, Sättel. Megatherium hätte ich gerne. Mega. Oh. Megatherium. Dann ziehen wir noch einmal die Mats. Materialien. So, einmal craften. Jawohl. Hey, Lanzack. Na komm, komm, komm. Jawohl. Sehr schön. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Mal gucken, dann müsste es eigentlich gleich fertig sein, der Bursche. Oder. Ja. Das ist ja ein Weibchen. Das ist ein Weibchen. Ob ich mir das mal irgendwann merken kann. Was bist du denn? Ach, ein Bär. Das passt mir jetzt aber gar nicht, dass er hier so nah rumrennt. Was für ein Level hast du? 55er, den können wir theoretisch platt machen. Könnten wir theoretisch einfach platt machen, dann hätten wir das Problem. Ah, cool. Ist gleich durch. Ist gleich durch. Ne, 55er lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Aber wir warten jetzt auf jeden Fall noch, bis hier das Megatherium durchgezähmt ist. Und dann laufen wir auch gleich mal mit ihr zurück. Wie viel Level kriegst du jetzt eigentlich oben drauf? 41. Jawoll. Sehr schön. Hehe, hallo. Na? Ja, du bist eine Hübsche, ne? Siehst ein bisschen verschlafen aus. Macht nix. So. Rufen im Sattel. Cool. Warte mal, ich kann man doch auch. Kannst du jetzt eigentlich irgendwas Vernünftiges farmen hier? Oh ja, du farmst Stroh. Das ist schon mal nicht schlecht. Cool. Und gleich zwei Level. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wir geben einmal Gewicht und einmal Leben. Da freut sie sich. Ist ja cool. Warte mal, die kann doch auch. Wie geht das? Huch, stehe ich auf dem Rücken.
Warte mal, wie konnte man doch auch... Sit down, genau. Na, ist bequem. Junge. Das ist ja ein riesen Metallklumpen im Maul. So. Wo guckst du hin? Ah, ich verstehe. Warte mal, ist das überhaupt ein Männchen? Nee, es ist ein Weibchen. Naja, wer weiß. Vielleicht ist sie ja vom anderen Ufer, ne? Kann ja theoretisch sein. So, aber 145er, die werden ja auch ganz verlockend. Nee, warte mal. Ich möchte gern... Achso, nee. Stand up. Hallo? Wo willst du hin? Hast du irgendwas verloren, oder? Was ist los? So, dann würde ich mal sagen, wir bringen Madame nach Hause. So, komm mal mit. Komm mal mit, genau. Ach, cool. Schön, freue mich. So. Alles klärchen. Vogel ist auch da. Schön, man sieht's. Jetzt können wir noch ein bisschen farmen, wenn du schon dabei bist. Level. Und dann können wir auch das ganze Gestrüpp hier mal wegmachen. So. Jetzt einmal hier reinspaziert. Ich glaube, ich muss hier auch noch dicht machen. Oh je, du. Toll, jetzt hast du dich verpackt. Sehr schön. Ach, komm, ich mach das zu Fuß, es geht schneller. Das ist eine Katastrophe mit dieser Lenkung hier. So. Wirklichen kommst du? Oh, unsere Viewer und. Ach ja, den kleinen Vogel müssen wir auch noch kontrollieren hier. Ja, ihr bleibt mal kurz da stehen. Ich gehe mal kurz die Viewer checken. Mal gucken, wie es heransieht. Wie es aussieht, meine ich. So. Hippitoppi. Dauert noch ein bisschen. Also eigentlich kann ich theoretisch das Babywachstumsdingens, Geschwindigkeits, Heranwachsdingens wieder hochdrehen. Theoretisch auf Original Standardwert. So. Wo setzt mir die Gute jetzt hin? Vielleicht mal hier so, ne? Mal aufpassen, dass die mir hier nicht runterfällt. So, du kriegst jetzt hier so ein schönes Plätzchen. So, aufpassen. Mal gedreht. Jawohl. Komm. Ja, aufpassen, dass die Fackel nicht, dass du den Hintern noch verbrennst hier. Das wäre nicht so gut. Ja, ich will es ganz genau haben. So. Jetzt nur nicht runterfallen. Und sit down. Ja, gut, jetzt hockst du halt im Geländer, aber ja, was soll's. So, den Sattel ziehen wir hier wieder ab. Ja, da sitzt sie. Ja. kriegst du jetzt noch einen Namen? Option, Name ändern. Megaline. So. Megaline. Fertig aus. Warte mal, jetzt muss ich jetzt allerdings erstmal den Vogel auf Pfeifen, dann auf Endpfeifen, auf Endfolgen. So. Ach, da fällt mir ein. Ich wollte noch was gucken. Was unserem Kleinen da oben geht. So, na? Darf ich mal? Hallo? Ja, ja, guck mal. Er wird größer und größer. Sieht ganz aus wie der Vater. Mhm. Ja. Eindeutig der Vater. So, du hast noch genug Fleisch, sehe ich gerade. Sehr schön. Jo, läuft. So, dann schnappen wir uns den Grünschnabel wieder und machen eine Sause. Und zwar nach unten. So, jetzt. Einmal geparkt. Bäm. Na, Äffchen? Alles Paletti bei euch? So, jetzt ist die Frage, was steht denn heute auf dem Plan? Abgesehen vom Megatherium. Im Moment... Oh, du hast ein Level-Up. Sehr schön. Da gehen wir dir nochmal leben. Ja, abgesehen vom Megatherium habe ich keinen weiteren Plan bis jetzt. Oh, guck mal. Ach, da. Genau, wir hatten ja zwei jetzt.
Niedlich. Die Susi ist auch noch ganz alleine hier. Müssen wir die anderen auch noch bald Gelegenheit mal ranholen hier. Damit die nicht ganz so alleine ist. So, jetzt tatsächlich würde ich gerne mal... Was würde ich denn gerne mal tun? Okay, der Bauplatz. Ich wollte vielleicht nochmal bei dem Bauplatz vorbeischauen. Um nochmal zu gucken, was wir hier tatsächlich machen können. So, wie sieht's denn aus mit dem Bier? Hat sich da schon was getan? Tatsächlich. Tatsächlich. Jetzt habe ich allerdings keine Ahnung, wie ich das Bier da rauskriege. Nanu? Warum ist da kein Bier drin? Wo ist da kein Bier drin? Ja. Ich hatte doch alle befüllt. Wieso ist da jetzt kein Bier drin? Stroh, null. Ja, schön. Ich weiß, dass da jetzt schon null Stroh drin ist. Aber da war welches drin. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Relativ sicher. Ja, genau. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt da unten einfach im Gehege weiter. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Aber wir haben keinen Stein mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Probier gleich mal. Moment, Moment, Moment. Erstmal suchen. In dem ganzen Chaos hier. Jupp, wir haben keinen Stein mehr. Alles klar, das ist kein Problem. Dafür haben wir ja unseren Steini hier, ne? Ja, komm mal mit. Mal gucken hier, irgendwo gibt es doch bestimmt hier einen Haufen Stein. So, lass mal gucken. Ne, das ist alles Metall hier. Muss ich auch noch alles abkrabbeln und durchschmelzen bei Gelegenheit. Wo kriegen wir jetzt hier noch Stein her? Stein? Stein, Stein, Stein. Hallo? Nee, das ist kein Stein. Das ist nur Soda. Oder? Bist du ein normaler Stein? Nee, das ist nur Felsen. Gehört zur Map. So, wo gibt's denn hier Stein? Boah, guck mal, wie viele grüne Petris hier rumlaufen. 95. 140. Das ist schon verlockend. So, guck mal, da unten ist Stein. Ziemlich weit ab vom Schuss, aber Stein. Oh nein. So, haben wir es jetzt. Das ganze Gekrissel hier. Was beißt mich denn jetzt schon wieder? Kleine Kompis. So. Da wird jetzt direkt mal Stein gefarmt. Ich will mal noch die Mauer zu Ende machen, da unten am Gehege, damit das Spino-Gehege auch mal fertig ist. So, komm. Gleich zum nächsten Felsen. Und wusch. Jawoll. So, wie sieht's aus? Haben wir noch nicht viel. Das ist aber noch nicht viel, mein Lieber. Da geht noch mehr. Das alles, was es hier an Stein gibt? Das ist wirklich nicht gerade viel hier. Guck mal, da läuft auch noch ein Dödi. Mit 85. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da komm mal mit. Nanu, was ist denn das? Da ist noch ein Bärchen. Da, guck mal. Hier hat es noch Stein. Das kannst du mitnehmen alles. Ich hoffe, das hält dann auch wieder eine Weile. Zack. Und zack. Aber warum farmst du neuerdings so wenig? Hätte schwimmen können, es war mal mehr. Wo ist mein Vogel? Hier. Das war ja nix. Am Dödi abgeprallt. Oh. Fräulein. Geht doch. Ich glaube, mehr hätte ich eh nicht farmen dürfen. Der Dödi ist schon wieder zu schwer hier für den Vogel. Oh, aufpassen, dass hier kein Tyrannosaurus irgendwo am Baum hängt. Naja, er sagt aufpassen, aber fliegt trotzdem durch, ne? Ja.
So. Ja, ich muss das hier wieder wegmachen. Das sieht echt furchtbar aus mit dem, was ich davor hatte. Schade eigentlich, weil nicht. Im Kopf hat's gut ausgesehen. Schade eigentlich. Obwohl, ich wollte es ja eigentlich theoretisch mal. Ich wollte es eigentlich mal trotzdem fertig bauen, um zu gucken, wie es aussieht nachher. Beziehungsweise ein oder zwei Seiten. So, ich ziehe mir jetzt mal drei. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Nö, er macht immer nur eine. Ja, dann machen wir es halt wieder umständlich. So, komm. So, jetzt habe ich wieder angeblich zu wenig Platz. Okay, ich habe euch tatsächlich auch zu wenig Platz. Diesmal stimmt's. Das ganze Stroh kann erstmal weg. Komm, das Fleisch auch, was soll's. So, einmal aufs Vögelchen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was wir nochmal alles brauchen. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. So, hier müsste, glaube ich, dicht sein, ne? Ja, hier ist zu. Alles klar, dann müssen wir nur noch hier fertig machen. Jo, genau. Das heißt, ich brauche noch ein paar Stein... Zaunfundamente und... Mauern. So, wie viel brauche ich denn da noch? Nicht mehr allzu viel, ne? Ja, ich schätze mal noch 4, 5. Huch. Ja, ich gehe mal von 5 aus. Okay, dann holen wir uns nochmal schnell 5 Zaunfundamente und 5 Wände. Dann müsste das, glaube ich, zu sein. Dann hätten wir es tatsächlich schon geschafft. So, warte mal. Achso, ich kann hier einfach wieder ins Inventar gehen. Ganz simpel. So, Moment, wo ist denn hier Steinfundament? S plus natürlich, ne? Logo. Mach ich direkt mal nur 5? Nein, nicht 56. So nicht. Komisch, das geht. Mit dem Kleinzeug geht's. Hallo? Okay, ich warte mal kurz, bis es hier durchgelaufen ist. So, 5 Stück, ganz genau. Wunderbar. Zack. Okay, weißt du was? Das ist mir jetzt echt langsam etwas... Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Auch große Wände. Habe ich noch große Wände zufällig? Nee. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, das probieren wir jetzt gleich nochmal. Mal runter scrollen. Scroll mal runter. Was? Was erzählst du denn für einen Mist, sag mal? Ja. So. Kann es nicht wahr sein. So, jetzt zieh dir das Zeug hin. Nein! Stopp! Stopp! Nein! Nein! Du bist so zum Kotzen hier. So. Kriegt er wieder seine Wutanfälle? Der Alte. So, jetzt pass auf. Ziehen. Mach ich es halt wieder mal mit der Maus. So, ein Holz fehlt. Ein Holz. Wo kriegt denn jetzt ein Holz her? Wie viel habe ich? 4. Ich mache es trotzdem mal ein... kein Holz mehr. Trotzdem mal einen mehr, wollte ich sagen. Im Ernst, das ganze Unternehmen scheitert jetzt an einem Holz. Na gut, dann fliege ich halt trotzdem rüber und gucke, ob ich damit fertig werde, was ich jetzt habe. Ich glaube es zwar nicht, aber gucken kann ja nicht schaden, ne? Dann landen wir direkt mal da drüben. So, wenn es geht, nicht schwimmen. So. Irgendwo war zu tief, glaube ich, zum Laufen. Jetzt hat sich alles im Vogel gelassen. Achso, jetzt zufällig. Ah ja, genau. Wir haben uns genau 5 Wände und 5 Zahnfundamente. Sehr schön. So, jetzt. Stunde der Wahrheit. Reicht es oder reicht es nicht? Na, was hast du denn jetzt gemacht? Aufheben.
Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Na? Nep. Jawohl. Haben wir noch, jetzt haben wir sogar noch zwei Stück. Es müsste eigentlich theoretisch dann, in dem Fall, müsste es theoretisch reichen. Jetzt snappt es aber nicht. Was soll das denn jetzt? Nee, das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Das muss ich dann wieder manuell setzen. Kein Problem, machen wir das halt so. So, da geht's nicht. Da geht's. Jetzt überlappt das wahrscheinlich extrem. Naja, oder? Nee, sieht gut aus. Ich fange mal da an. Nein, Sichel weg. Ja, nicht übel, nicht übel. Ja gut, die kleine Lücke kann man jetzt verkraften. Bäm. Da habe ich sogar noch einen über. Da war zu tief, alles klar. Stelle hatte ich gesucht. Jawohl. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir das Ganze nochmal hier dicht. Ich rag das jetzt einfach hier in die Mauer rein. Hoffentlich gerade. Bisschen schräg vielleicht. Obwohl, ihr könnt es auch so machen, ne? Es ist halt eine kleine Lücke, aber... Mein Gott. Es ist da halt eine kleine Lücke. Wenn ich jetzt den Rest der Mauer auch noch zwei hochsetze, dann ist es schön einheitlich. Obwohl, ich würde es gerne hier auch dicht machen, oder? Ah, nein! Grandios. Ja, ich hätte es gern bis zur... Ja, das eine Eck da hätte ich gerne dicht. Jetzt muss ich allerdings erstmal im Kreis rumschwimmen. Aber ich glaube... Ich glaube tatsächlich, das reicht schon. Was ich hier... Heilandsack. Menschenskinder. So. Einmal Türchen aufgemacht. Vögelchen, die brauche ich jetzt mal gleich kurz. So, damit ich nicht wieder einen Kilometer rennen muss, packe ich gleich mal da. So, pass auf, du setzt dich jetzt hier hin, genau. Jetzt pfeife ich mir den Spino ran. Kommst du? Lass den Baum stehen, bitte. Nicht so hektisch. So, gucken wir mal. Ist da hinten jetzt dicht? Kommt der da durch? Oder nicht? Ich glaube, eigentlich... Sieht gut aus. Also im Normalfall müsste er sowieso umdrehen, wenn er auf ein Hindernis stößt. Und gar nicht erst so energisch versuchen, herüberzukommen, so wie ich hier gerade. Das heißt also, wenn ich den jetzt hier auf Wandern stelle, müsste er theoretisch in seinem Gehege bleiben. Außer er läuft mir da hinten über den Zaun drüber und rennt dann bei den Bären rum. Das wäre jetzt aber auch nicht so dramatisch. So, jetzt pass auf. Behalten, aktiviere Wandern. So, viel Spaß! So, und, wanderst du? Was ist denn jetzt los? Ach Mann! Was ist denn heute los? Kannst du dich nicht auf dem Bein halten, oder was? Achso, du bist noch auf Folgen. Ah, alles klar. Buch. Und schon spaziert sie los. Vielleicht mal das neue Gehege erkunden. Ey, hey, ich sehe nichts vor lauter Gebackel. So, schaffst du es jetzt hier stehen zu bleiben? Was ist los? Bist du wasserscheu? Jetzt habe ich hier ein extra großes Gehege. Extra für dich ein riesen Gehege geschaffen. Damit du schön im Wasser rumplanschen kannst. Jetzt läufst du hier am Strand rum. Auf dem nackten Stein rum hier. Okay. Wieso? Komm mal mit.
Komm, ich ziehe dich jetzt mal ein bisschen ins Wasser. Ich glaube, hier ist wirklich Wasserscheu, hä? So, jetzt machen wir wieder Endfolgen. Jetzt kannst du ja rumplanschen. Hä? Ist das nicht was? Ah, cool, oder? Das sieht doch cool aus. Ich muss das Ganze mal von oben an. Ja, genau so hätte ich das gerne. Wenn wir jetzt noch ein paar andere Spinos, ein paar Frösche. Obwohl, für die Frösche. Ich weiß nicht, ob das Gehege für die Frösche dicht genug wäre. Ja, auf jeden Fall ein paar Frösche, Baryonyx, alles, was so im Wasser lebt, könnten wir jetzt hier frei rumlaufen lassen. Noch ein paar Spinos. Schön. Genauso wollte ich das haben. So, wo ist man nicht? Ja, genau. Hier. Genauso wollte ich das haben. Richtig schönes, großes Gehege. So, da hinten haben wir unser Pferd- und Bärengehege. Wobei ich mittlerweile langsam glaube, ich mache, lass es einfach, belasse es bei dem Bärengehege. Schön. Schön, schön. Gefällt mir, gefällt mir. Jo. Ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, na gut, das Einzige, was jetzt in der Vorstellung noch fehlt, sind die restlichen Tiere, aber das kriegen wir auch noch hin. So, wenn wir jetzt hier theoretisch noch abdichten mit einer zweiten. Mit einem zweiten. Oha! Was läuft denn da? Ui! Hallöchen! 150er! Ja, wenn wir jetzt hier hin. Da wo ich gerade hingucke, jetzt da noch ein Tor abdichten, hier noch ein paar Mauern setzen und da könnte man theoretisch ein kleines Tor hin basteln. Dann hätten wir hier. Ein 10. Okay. Hätten wir hier ein kleines klein ist relativ, aber dann hätten wir eigentlich eher ein großes Zehmgehege. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen auch dann. Ja, gut. Dass es nicht unbedingt geeignet ist als Zehmgehege, haben wir letztens ja beim Megatherium gesehen. Aber ja, das sieht schon mal ganz, ganz nett aus. So, gut. Hätten wir das auch wieder geschafft. Sehr schön. Waren wir wenigstens produktiv in der Folge. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Zum, was haben wir, was habe ich jetzt gesagt? Ja, genau, zum Bergfest. Ah, so. Also, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.